Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Wir sind ja immer noch hier im Schleichmodus und es hieß ja entweder kämpfen und Gas geben oder einfach schleichen. Und ich bin tatsächlich in dem Fall jetzt hier fürs Schleichen. Mal gucken, wie gut das wird. Aber den da hinten, den können wir doch schon mal... Ne, den können wir nicht, aber den da können wir... Ich hab was gehört. Ja, das ist zu weit weg, das ist gut. Wir müssen es hier wirklich ein bisschen Ruhe lassen. Also, ein bisschen Ruhe lassen, klar, sowieso. Zeit lassen. Also, wir können hier nichts überstürzen, ne? Auch wenn das hier ein bisschen dauert, aber die Spannung ist da. Die Spannung ist die Spannung. Pass auf, ich habe doch noch irgendwo hier Steine. Guck mal hier. Siehst du, dann kommt der mal hier hin. Oh, der ist doch so blöd, ne? Der Stein drauf. Guck mal hier, das schmeiß ich noch einer hier hin. Jetzt kommt der den noch hoch. Was war das? Und dann kriegt er einen schneller Schlag. Fuck. Lass ihn mal reinkommen. Oder auch nicht. Das ist egal. Tod ist tot, ne? So, soll ich mal ein bisschen so mehr arbeiten, ne? Na, aber diese Seite immer schon geklärt. Da steht bestimmt wieder eine Vorratskiste, ne? Ja. Jo. Ja, das ist super. Ich muss noch leider ein bisschen näher. Scheiße, das ist soweit. Ich habe was gehört. Kann ich rausspringen und ja, kann ich. Super, geil. Cool. Ja, ich mag das auch, dieses ganze Schleichen, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an Splinter Cell von früher. Das ist die Frage. Diese Seite ist clear. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Hast du Pech, Silas? Ich kann sie mir nehmen. Ganz genau. Wir können uns die nehmen und das machen wir auch. Nimm. Kommt der bis da raus? Leise. Der geht nur gucken. Der geht nur gucken. Wir müssen einfach nur ein bisschen Zeit lassen, ne? Ist ja geil, dass wir ein bisschen um die Ecke luschen können hier, ne? So, der ist der nächste, den ich gerne hätte. Ziel markieren. Über. Und dann später erst den da. Ich weiß halt nicht, ob ich den von hier treffen würde, ne? Endlich. Ich muss runterkommen. Er rennt zurück, das ist gut. Ich sehe seinen Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich ihn treffen kann, ne? Doch, hier. Kein Interesse. Der hat kein Interesse. Super, super geil. Okay. Ich nehme auf, weil das hier dürfte alles nicht verpassen, ne? Das ist ja klar. So, jetzt haben wir den noch. Ich will aber ein bisschen näher ran an ihn. Ganze Cam haben wir geklärt. Ohne hier. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine. Rest zu machen. Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Ja, er könnte doch ruhig mal ein bisschen was erzählen, statt mich hier einfach ins Blaue reinlaufen zu lassen. Man kann sie mir ernst. Was läuft denn da falsch bei dem? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter. Wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebte wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte.
aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es in fort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Mhm. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Das ist richtig. Komm, wir gucken mal, begutachten. Sie kann nur einem Mann passen. Helis. Ach so, den hatten wir ja schon mal. Das ist deine Hütte? Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also? Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Okay, wir holen uns die Sachen aber hier noch an, ne? Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft, aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. Okay. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte, und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Sehr interessant, sehr interessant. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist bei diesen Audiodateien, man muss halt in der Gegend bleiben, ne? Wenn ich zu weit weiterlaufe, dann setzen die aus und das ist halt auch ein bisschen blöd, ne? So, wir können aber hier nicht wirklich viel was machen. Und ich kann die nächste auch nicht schon annehmen, weil dann weiß ich ja nicht, welches war. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden, alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten will, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Das ist korrekt. Das ist richtig. Naja, komm, guck mal weiter. So langsam nerven sie mich schon ein bisschen, weil ich will weiterspielen. Ein Bild von Meridian und dem Turm. Das heilige Meridian. So sieht er es. Und er muss es zurückgewinnen. Hallo? War das jetzt? Nee, das war doch nicht final. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Ja. Dann hätten wir die zweitletzte. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs sein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und
Das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen. All dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Übertragungsquelle in der Nähe. Als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir. Wie ich nackt in der Kälte. Ja, komm, reicht jetzt so langsam. Komm, nehmen wir die nächsten noch mit, damit wir sie haben. Jeden Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. Machen wir mal weiter, ne? Weil es langweilt mich jetzt gerade schon. Ich finde es zwar schön, dass es die Sachen gibt, aber trotzdem. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals. Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Okay. Mir gefällt das nicht. Mir auch nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Wir gucken mal, ob wir was finden, ne? Weil so ein weiß das ja auch alles nicht. So, ne, ich finde es immer schön, wenn es so eine Storyline gibt, aber man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Mit den Geschichten und so. Man, ich sehe das Modul. Ah ja, komm, mach mal. Und jetzt schnell. Das ist alles? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Oha. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich kann nicht gerade so sein! Oh mein Gott, Eloy! Du hast recht, es geht nicht so cool aus jetzt! Komm, wir retten. Glück. So, also das Ding ist zerstört. Dann ist es wie es immer gesagt sein. Komm mal, Leute, hoch da. Renn weiter. Ja, ich glaube, ich renne auch lieber. Mir ist egal, was passiert. Einfach rennen, ne? Wir quatschen später, Leute, wenn wir Zeit haben. Problem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Eloy, du hängst im Fels fest. Wo muss ich denn hin? Hier, ja, hier? Guter Witz. Hier lang, da. Du, ich halte ein Schläfchen? Ja, hello. Was ein Schläfchen? Hier hoch? Oh, soll das ein Witz sein? Ne? Scheint ernst zu sein. Mein Gott, du hast aber Glück, dass du deine Haltung überall hast, ne? Okay, dann geht's weiter. Hier. Guck mal, weiter seitlich. Oh mein Gott, ich stehe voll unter Stress gerade. Ne? Da bin ich ja gar nicht gewohnt, sowas. Bin mal gerade noch chillig hier unterwegs. Was? Laufen, nicht kämpfen. Ja, okay, kein Ding, ich ignoriere alles. Runterrutschen. Oh Mann. Nicht nach links, zum Loch. Oh. Bestanden. Hat er ein Flugzeug gesehen? Hier. Ich hab's fast geschafft. Oh. Hab. Die ganze Basis ist alarmiert. Ja, ich hab's bemerkt. Gönn dir mal einen Saft. Ey, Leute, wir rennen. Willst du weglaufen? Vorsicht, da sind noch mehr. Also, jetzt glaube ich ihm, dass wir hier Gas geben sollen. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Weg. War so klar. Aber sie ist im Bach gelandet. Zum Glück. Oh Mensch, Eloy, was machst du immer für einen Kram? Weißt du, eine gute Vorbereitung, dann wäre das nicht passiert, ne? Dass das ja immer so mysteriös ist. Oh, das Hand wehgetan zu haben.
Ja, Müll. Oh, sie ist ein bisschen angeschlagen, ne, würde ich sagen. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Wieso? Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Ja. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Aber bist aber nett heute, Aloy, ne? Also das hättest du auch anders ausdrücken können, weil der hat ihn tatsächlich hier fast geopfert. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Ja, das ist auch halt das Problem. Sonnenfall. Und Zero Dawn. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es dann hingeht. Also Zero Dawn sind wir jetzt ein Stückchen näher. Wir wissen aber noch nicht so genau. Okay, dahin muss ich. Wir können stark abkürzen, ne? Wir springen hier hin zum Lagerfeuer. Ich skippe das und dann geht's gleich weiter. Ah, und herzlich willkommen am Lagerfeuer. Ja, wir sind wieder da, so sieht's aus. Nur Blödsinn im Kopf, ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Hier waren wir doch schon mal, das ist doch, wie heißen die Gegend hier nochmal? Hier war doch dieser komische da, ne? Ne, Moment, das hier war doch, wo wir die eine Quest hatten, ne? Genau, hier war der Gefangene, der war hier. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass uns das jetzt gehört. Vor allem, normalerweise haben wir doch irgendwas... Ah, das war ein Lager immer, ne? Immer wenn wir Lager übernommen haben, dann war das, ne? Der Fall, dass dann eine Mannschaft hier eingezogen ist, ne? Ja, so war das. Wo ist dein Pferd? Nimm das mal. 700 Meter ist noch ein weiter Weg. Kannst du hier hoch zu mir kommen? Super. Treffen wir uns hier mal. Komm, renn drauf zu. Hoppla. Heftig. Also ich muss ja sagen, dass Silence uns so hier... Ja... zum Bauernopfer macht. Das finde ich auch nicht so geil, ne? Dass er jetzt sagt, Vertrauen ist etwas für Narren und ist auf Sand gebaut, ne? So nach dem Motto. Hat er nicht unbedingt Unrecht. Aber ich muss sagen, ohne Vertrauen funktioniert ja auch nichts. Dann würde man ja gar keinen Mensch mehr trauen oder so. Moment, ist hier das... Nee. Die Maschinen passen gut auf. Wir rennen einfach denen vorbei. Oh. Eloy, renn. Wir ignorieren sie, ne? Wir ignorieren sie. Wir rennen der Hauptstory hinterher. In dem Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Eloy! Bin ich froh, dass ich ein Reitpferd habe. Oder Maschine. Komm, schneller. Go. Die Breitköpfe machen wir keine Sorgen. Wir können das Lagerfeuer noch mit. Super. Okay, die sind wieder ab. Bei diese Steinbrecher, die sind so heftig, ne? Boah, was ist denn hier? Oh, mach mal langsam. Tramplergebiet. Was ist denn hier los? Also, guck mal, hier Langbein. Da rennt auch noch ein Pirscher drumrum, ne? Wir sind ja getarnt. Gucken wir mal. Hier ist noch ein Lagerfeuer. 160 Meter, 170, Entschuldigung. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Okay. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Ich auch. So, hier haben wir eine Quest. Die nehmen wir direkt mal an. Sie ist so blass. Ist sie krank? Ja. Sie ist stark, aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Oh je. Ihr Name ist Shiana, meine Schwester. Kann ihr in Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Oh. Er ist schwierig.
Seine Seele ist im Schatten. Seine Seele ist im Schatten? Galif, so heißt er. Okay. Er ist sehr klug, aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer. Er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet. Hm? Noch ein Grenzkampf. Interessant. Highlight. Okay, dann den würde ich gerne machen, glaube ich, mit euch. Wo müssen wir denn hin? Ach super, ein unbekanntes Gebiet. Da kann man auch den Langhals noch machen. Das finde ich mal geil. Aber lass uns noch mal kurz in der Story hier rüber wiederkommen. Also das Hades uns da so Blödsinn, Hades. Silence uns da so ein bisschen so opfert. Finde ich halt nicht so geil, ne? Also da kann ja auch selbst mal auch mal ein bisschen mitmachen. Und das mit dem Vertrauen, ja, das ist immer so eine Sache, ne? Also grundsätzlich vertraue ich jedem. Tatsächlich. Aber wehe, du verarschst mich. Dann ist das Vertrauen direkt weg und du kriegst es auch nie wieder bei mir, ne? Also das ist einmal da und dann war es das, ne? Also... Weil ich habe so viele schlechte Erfahrungen in meinem Leben gemacht, tatsächlich mit Vertrauen. Aber trotzdem, das ist immer das, was ich gebe, weil jeder Mensch ist ja anders. Und dann soll man auch jeder anders behandeln, ne? Weil nicht, weil manche dich verarscht, betrogen haben oder wie auch immer, dass jeder das macht, ne? Aber man muss mit Vorsicht genießen. Mit Vorsicht genießen. Das ist halt so. Deswegen hat er nicht so ganz Unrecht, was er sagt mit dem Vertrauen, ne? Aber er hätte ein bisschen mehr was erzählen können, statt sie so zum Bauernopfer hier zu machen. Das finde ich halt nicht so geil. Okay, hier ist eine richtig geile Farming Station, ne? Guck dir das mal an hier. Weiter, weiter, Leute. Die checken mich kaum noch in der Tarnrüstung, ne? Das ist ja mega, mega easy going hier. Lass das Hähnchen... Das Hähnchen. Das Häschen in Ruhe. Wo müssen wir überhaupt hin hier? Was ist das für ein Geräusch? Moment, drück mal auf die Bremse, Eloy. Drück mal auf die Bremse. Steig mal ab. Guck dir das hier mal an erstmal. Jetzt bist du gerade noch hier oben. Okay, da ist der Langhals. Das ist mal gut. Das ist so eine Hafenstadt auf jeden Fall. Sehr cool. Gefällt mir. Man muss das immer ein paar Sekunden genießen können, ne? Also... Nicht einfach nur vorbeireiten und dann dem Vorbeireiten schauen, sondern bewusst sich das anschauen, ne? Sie das bewusste Leben, Leute, ne? Seid ihr auch so schnelllebige? Also ich nicht, auf jeden Fall nicht. Also, ich nehme gerne meine Umgebung wahr. Ja, es war so klar, dass hier keine Reitmaschinen rein dürfen. Aber geil. Und wenn ich auch irgendwas schön finde oder so, dann nehme ich mir einfach die Zeit, ein bisschen länger hinzuschauen, ne? So im Real Life. Hier im Spiel natürlich auch. Mache ich da gerne. Aber es sieht fantastisch aus. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Sehr schön. Oh, hier runter. Guck euch das an. Oh, würde ich mir gerne einen Stuhl hier hinsetzen. Schön die Angel auswerfen, ne? Schön gemütlich einfach. Oh, das ist so idyllisch hier. Da würde ich mich wohlbefinden, ja. Bist du Galif? Wohlfühlen. Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig und schon gar keine Zeit. Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Ja, warum nicht? Das ist die Frage. Entweder hat er nicht mehr genug, weil er nicht an Ressourcen rankommt, oder er hat halt nicht genug, weil er von ich denke mal, sagen wir, dem Schattenkönig irgendwie dazu verdonnert ist, dann nur noch die Soldaten zu heilen. Es kann alles Mögliche sein. Deswegen hören wir erstmal seine Story an. Weil ich kann mir vorstellen, so als Arzt und auch der Einzige, jeder will was von dir, ne? Immer deine Heilkunst. Und das macht es auch natürlich ein bisschen schwierig und dann stumpft man auch ein bisschen ab mit der Zeit. Deswegen, wir verurteilen ihn noch nicht. Wir hören uns erstmal an, was er uns zu sagen hat. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Mhm. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank.
Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Okay, da sieht man da trotzdem, meine Idee, wo ich hin wollte mit ihm, ist eine Verkannung, also meine Einschätzung war gar nicht mal so schlecht. Natürlich könnte er jetzt den Armen was geben oder den Reichen, ne? Und es ist ja natürlich auch in unserer Zeit so, die wenigsten würden den Armen was abgeben. Ist es halt so. Natürlich jetzt nicht falsch verstehen, ne, oder so, aber es ist ja einfach so. Die Reichen werden immer reicher und die Reichen, auch wenn die unsere ganze Welt kaputt machen, die werden immer weiterkommen. Egal wie, wir werden auf der Strecke bleiben. So ist das halt, ne? So, und wenn ich dich zwinge, das bin ich mal gespannt, Eloy. Man kann das natürlich auch ein bisschen anders machen, aber wir machen mal oft eine Randale-Ralf-Methode hier. Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkaja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Ja, also steht trotzdem der Druck hinten dran. Also da war ich ja trotzdem fast richtig, ne? Also natürlich seine Moral, dass es ums Geld geht, wenn mit dem Rest, was er noch so verwalten darf, ist ein bisschen schwierig, aber ja, du willst wirklich nicht helfen. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ja, hat sie zwar recht. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Ich habe das Teil schon. Wow, da hätten wir unseren Deal. Schnell jetzt, verarzten wir dein armes Gewissen. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Vorher nicht. Oh, bitte, bei meinem Eid. Das Mädchen wird überleben und die traurige Zukunft sehen. Man sollte uns nicht zusammen sehen. Geh schon mal vor in die Slums. Ich finde dich dort schon. Okay. Du bist nicht zu übersehen. Ich hab ein Tarnkostüm an, Leute. Das geht ab bei dir. Aber geil, denn da hat sich gelohnt, dass wir die Donnerkiefer direkt mal getötet haben. Also schon im Vorfeld. Aber das ist so, jeder ist käuflich, ne? Jeder hat ein Etikett anstecken. Auch wenn jetzt einer sagt, nee, ich bin nicht käuflich. Mit der richtigen Summe ist jeder käuflich, ne? Also ich würde auch sagen, ich bin nicht käuflich. Aber wenn man mir auch die richtige Summe hinlegen würde, wäre ich auch käuflich. Muss man sich ehrlich mal eingestehen, ne? Also so ist das eben halt. Und wer das sagt, nee, bin ich hundertprozentig nicht, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn einer dir sagt, keine Ahnung, du kriegst alles Geld der Welt und du kannst machen, was du willst, bist du käuflich. Ne? Das ist genau das. Das ist halt so. Ne? Und da würde keiner Nein sagen. Warum sollte man Nein sagen, wenn man plötzlich unantastbar wäre? Ne? Und alles machen könnte, regieren könnte und keine Ahnung lassen, was man wollte. Möchte. So, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt. Aber man wäre käuflich. Ne? Und gut, ich würde auch viele Sachen allein schon für gutes Essen machen. Habe ich früher auch schon oft gemacht. Ne? Also keine schlechte Sache, nur gute Sache. Ne? Na klar. Aber mal jemandem helfen oder so für ein Essen, mache ich gerne. So, ne? Vor allem, man kriegt immer ein gutes Gespräch und das ist schön. Das ist schön. Deswegen verstehe ich Elois Moral auch sehr gut zwischendurch, ne? Vor allem, guck mal, hier liegt das kleine Mädchen, dem geht's schlecht. Ich hätte ihr auch geholfen. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern, nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Der Arzt hat schon seine ganz spezielle Art, ne? Vielleicht brauchen wir wirklich eine Atempause, wenn auch nur vorübergehend. Ja, so. Was war? Danke. Nochmal, dass du das für sie getan hast. Gerne doch. Kann ich auch mal mit dir reden? So viel Aufregung an meinem freien Tag. Das ist doch schön, sei doch froh und hast dich mal bewegt. Guck mal, das Mädel geht's auch schon wieder besser, ist doch Wie schön. Wie heißt sie? Shiana. Was? Ich kannte mal eine Shiana. Sie sang in der Taverne. Kann deine Schwester gut singen? Sie mag Ballspiele. Sie will Soldatin werden. Ein Jammer.
Maschinen haben uns schon immer Angst. Okay, die unterhalten sich noch ein bisschen. Das finde ich cool. Also ist der Arzt ja gar nicht mal so schlecht. Und ich verstehe, dass er auch manchmal ein bisschen zickig ist, so, weil er kann einfach allein nicht jedem helfen. Das geht einfach nicht. So, ich muss hier speichern und dann würde ich sagen, bevor wir hier reingehen und irgendwas erleben, muss ich diese Folge leider beenden. Es tut mir sehr leid, Leute. Es ist Samstag, ich weiß. Aber es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Wir müssen hier jetzt durch und warten bis nächstes Mal. Ich speichere das mal richtig ab hier. Bam, bam, bam. Überspeichern. Super. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gerne in den Livestream vorbei. Ist eher Samstag heute. Und ich bin dort online auf Twitch. Ne? Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao. Mittwoch.